Ja, moin moin, Grüße und Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Mountain Blade Bannerlord. So, ich habe euch ja versprochen, wir werden die nächste Folge damit beginnen, hier Agalmon, mein Gott, zu überfallen. Nur als kleine Info, ich habe jetzt minus Einfluss, und zwar ist mir zwischendurch, ich bin einfach nur hier so ein bisschen rumgerannt, habe ein bisschen hier geschmiedet und zwischendurch wurde diese Festung eingenommen. So, dann wurde eine Abstimmung gemacht, wer denn die Festung bekommen sollte. So, ich habe diese Festung bekommen, bin entspannt zu meiner Festung geritten. So, und kurz bevor ich in meine Festung rein bin, stand hier eine Armee vom Imperium mit über 700 Soldaten und dachte mir, gut, okay, bin direkt auf einen Nacken wieder rumgedreht, wieder rückwärts, und anscheinend, wenn man dann sozusagen eine Festung oder eine Stadt verliert, verliert man anscheinend auch Einfluss. Ich habe auch schon ein bisschen was dazu verdient, ich hatte minus 20. Ich habe hier zwei kleinere Armeen von denen hier so ein bisschen weggeklatscht. Genau, nur das so als kleine Info. So, jetzt werden wir hier mal eine feindselige Aktion durchführen, und zwar werden wir das Dorf überfallen. Wie wir sehen, haben die eine krasse Miliz von 7 Leuten. Das ist krass. Gehen wir mal voll rein. Direkt Angriff mit allem. Mit allem, was wir haben. Ich hoffe, dass wir da auch ein bisschen Einfluss bekommen. Ist halt, glaube ich, das Problem, dass wir da genau an der Randgrenze sind, an dem Randgebiet. So. So. Kilze, Leute, Kilze. Was sind die denn? So, diese Brücke hier. Sind die 7 Louis? Da sind die 7 Louis. Verdammt. Bin ich auch im Pfeil wieder so gut. So. Guckt mal nach hinten, Leute. Überraschung. Zack, 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 zack. Hier alles fliegt, Junge. Hey. My little pony. So. Alter, das war die größte Schlacht, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Oh doch, ich krieg hier 0,9 Einfluss. Naja, kurz vor bloß 7, Leute. Wenn es mehr Einheiten gewesen wären, hätte ich sicherlich mehr Einfluss gekriegt. Aber naja, gut. Wir haben das Dorf überfallen. So, Gefangene, eine kaiserliche Miliz. Du hast 0 Einfluss gewonnen. Neuer Einfluss ist minus 16. Ah, da kommt jetzt eine kleine Meldung noch extra. Gar nicht so gesehen bisher. Jemand aufgestiegen? Nö. Fertig? Ja, so ein bisschen Loot kriegt man wenigstens. So, jetzt tun wir mal hier die Bude raiden. Achso, mal vorspulen. Bloß aufpassen, dass da auf einmal hier eine fette kaiserliche Armee kommt. Ah ja, kaiserliche hießen die, nicht hier. Imperium. Jetzt steht die dort davor. Oh, was machen wir denn jetzt? Oh, das ist ein roter. Der hat nur 64. Wir bleiben erstmal hier. Gucken, ob der uns angreift. Nö. Der geht woanders hin mit seinen 95. Das ist gut. Vielleicht aber auch doch nicht. Ich glaube, ich verpiesel mich mal von den 95. Verschwinde. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Ihr seid mir zu viele. Oh. Wie hat der? Oh, der hat auf den Fernkampf, leider. Was hat denn da so für Einheiten? 19 kaiserliche Rekruten. Puh, ey. Nee, das ist mir. Verschwinde, lass mich in Ruhe. Geh weg. Geh weg.
Verfolgt er mich? Assloch. Blödes Assloch. So, wir könnten ja mal dorthin reisen, aber dann müssen wir hier voll bei Epic Rotaire und so vorbei. Eieiei. Das ist gar nicht so einfach, wenn man hier so viele Feinde hat. Godun hat eine Armee und Borsho war ne? Wollen wir uns vielleicht mal so einer Armee anschließen? Komm, wir tun uns mal dieser Folge eine Armee anschließen. Das machen wir. Gucken wir uns, wo es uns hin verschlägt. Halt, stopp. Den schnappen wir uns. Oh ne, den schnappen wir uns nicht. Aber den könnte man sich vielleicht schnappen. Oder? Vielleicht kriegt man den doch alleine. Ja, doch, kriegt man. Bis dran, mein Freund. Da müssen wir ein bisschen Ordnung hier, ne? Also, unserem Gebiet. Kaum Fernkampf. Ist immer so, ich hatte auch schon bei den zwei Truppen, wenn ihr mal seht, die meisten Infanterie sind immer nur kaiserliche Rekruten. Und die sind ja gegenüber meinen Einheiten, glaube ich, schon ziemliche Lappen. So, geht los hier. Rein in die Olga. Bisschen Einflussform hier. Bisschen Schlachten machen, bisschen Action. So, ich gehe erstmal ausspähen. Normalerweise ist es so, dass sie sich erstmal einbunkern, aber anscheinend in dem Fall nicht. Mounted Archer, move! Und Archers können dorthin. So. Unsere Bogenschützen hier hin. Unsere Infanterie. Get moving. Hier. So. Sind die dort oben auf dem Berg? Kommt der aber heute so näher, ne? Ah doch, die rücken langsam vor. Okay. Pfeilhagel, Männer! Pfeilhagel! Horse-Archers! Vor, damit ihr auch auf die ballern könnt. Also ich werde mal versuchen hier ein paar von den Flanken hier mitzunehmen. Meine Gier. Auch schön in den Rücken rein. Na oh, seid ihr zu langsam? Siehst du, die ersten fliehen schon? Kaiserliches feiges Gesindel, die jetzt schon fliehen. Die waren noch gar nicht im Nahkampf und hauen schon ab, die Feiglinge hier. Elende Feiglinge. Imperium wird untergehen. Imperium, ich sag schon immer Imperium, das Kaiserreich. Die berittene Bogenschützen sind schon gut. Schön hier. Zack, 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 zack. Ich brauche mehr berittene Bogenschützen. Müssen mal zu den Crusades gehen und noch ein paar Rekruten holen. Das ist natürlich für so die. Gehen da nie nah dran, die bleiben ja immer schön auf Entfernung und gegen Infanterie, glaube ich, ist es echt gut. So, jetzt sagen wir mal im letzten Jahr, mal gucken, ob wir die noch kriegen. Lol. Alter, wer ist denn hier so krass am Sprinten? Was bist du für einer? Landianischer Landsknecht. Alter, der rennt da wie Usain Bolt, Junge. So, ich hab gekriegt, Landianer Schlossarmbrustschütze, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ist immer gut, immer bessere Einheiten zu kriegen. Junge, bist mein Gefangener, Alter. Springe ich jetzt erstmal hier zu Dingens hier.
So, Kuhseitreiter. Schön aufleveln hier. Aktuell werden ja meine Kosten ganz gut gedeckelt durch meine Karawanen. So. Irgendwas Krasses dabei. Langstreckenpfeile. Ah. Kassliche Reisstiefel ausgetragen. Alles Müll. So. Hab ich ja keinen Einfluss gekriegt. So, wir reiten mal der Armee entgegen. Vorher gehen wir nochmal nach Obor. Zu Gefangenen abliefern. So, zur Taverne. Gefangenen übergeben. So. Genau. So, und das war ja irgendwo Bosch, Froh, Flavi, Fluck oder so. Wo er die erstellt hat. Gucken wir mal, ob der uns entgegenkommt. Ich hoffe ja mal, dass der hier lang reitet. Hier, Borschowagorka. Da ist er woanders lang gereist. Wo ist denn er hingereist? Wo ist er lang geritten? Ist er hier lang geritten? Stimmt. Hier ist er nicht mehr. Reiten wir mal hier lang. Jetzt habe ich schon wieder minus 19 Einfluss. Das ist doch scheiße. Hier hätten wir nochmal ein Dorf zum Überfallen. Hier ist eine Armee lang geritten. Da ist er! Komm mal her, Juri. Ich will mich anschließen. Mach ja noch. Nein! Da stand Armee beitreten. Ich habe gehört, er braucht vielleicht Hilfe. Ich möchte eure Armee beitreten. Sehr gut, folgt mir. Nö. So. Na mal gucken, wo wir hinreiten. Du bist in der Armee. Versammelt eure Männer, wir haben noch eine Aufgabe zu erledigen. Ha. Krieg ich wenigstens Einfluss? Ich verliere zumindest nicht mehr so viel. Klarmitglieder in einer Armee. Oh. So, reiten wir nur eigentlich hin? Wir reiten zur Festung Mekalovea. Das war die, die man letztens gekriegt hat, dann wieder verloren haben. Alter, ist das langsam. Ist sie eigentlich in meiner Gruppe? Ist doch gar nicht. Ah, wer weiß. Egal. Alter, 2,4 Speed. Frieden schließen mit nördliches Kaiserreich. Kann ich eh nicht abstimmen. Nein, niemals. Gott sei Dank. Frieden Wildor, was bist du für eine Muschi? Frieden, mit dem wird kein Frieden geschlossen. Sehe nicht nach. Was geht's hier? Musik geht los, Junge. Ab in die fette Schlacht. Geht los hier, ihr rutscht voran. Oh, ich habe fertig keinen Punkt im Verwalter. Alter Verwalter. Geben Sie ihnen, was sie wollten. Was? Ah, jetzt reisen wir dorthin. Die wird belagert. Rein da in die Olga. 11 Terror hat sich Sturge als Söldner angeschlossen. Das ist gut. Alter. Festung Kranirock.
Hat ihr das noch Name von uns? Alter, 600. Mann. Junge. Festung Kranirock. Die haben ja gar nicht so viel. 128 Verteidiger. Ist ja nichts. Das ist ja nix. Belagerungsfestung Kranirock. Goldung führt die Belagerung an. Belagerungslagerbahn. Schneller her! Alter Star der Jahre. Wer will denn hier immer Frieden schließen? Mit dem dämlichen Kaiserreich. Kann ich hier auch selber ausbauen? Schon was machen? Nö. Toll. Oh, ich habe Einfluss gekriegt. Die Armee natürlich hat sich verstreut. Weil der Zusammenhalt nicht mehr da war. Das ist ja sinnlos. Das ist ja blöd. Ich muss ja allein rumrennen. Oh ne. Wir haben die. 21. Rein da. Die überfallen. Dann Aufgabe krass von benötigt Hilfe, ist mir egal. Überfall, Junge, Walla. Das war jetzt blöd. Dachte ich, geil, fette Schlacht, fette Belagerung und dann kein Zusammenhalt mehr. So ein Mumpitz. Voll auf eine fette Schlacht gefreut. Menno. Ja, ein bisschen hier davor, Infanterie. Tschu, 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 tschu. Die Pfeile fliegen. Piu, tschu, tschu. Die haben zwar alle Schilder, aber egal. Die Pfeile fliegen, Junge. Die ist wichtig, dass die Pfeile fliegen. Boom, geh weg. Bowman! Dahin, Bowman. Meine die Olga! Die hauen schon wieder ab! So, alle hinterher hier! Solche Feiglinge alle hier, ey! Weißt du, rennen rein! Machen sie mal eine Schwerthieb! Oh ne! Die hauen ab, Jungs! Gibt's mir jetzt hier mit dem Schwert hier? Zack! Verdammt! Ein Flieht, ja, ach nee, wirklich. Das sind sogar türkische Einheiten. Die haben sich der Feind angeschlossen. Keine Gnade. Was hat der zwei Schilde? Also ich voll klug, ihn auf den Rücken und ihn so. Na, kriegt er den? Scheiß Blut. Ja, einer ist entkommen. Egal. So, was habe ich gelevelt? Einhändig. Oh, ich brauche noch einen Punkt für einhändig. Kann ich nächsten Skill nehmen? Auswählen. Wie auch immer. So, ja, ja, ein paar Gefangene. Halt, stopp, hier ist jemand aufgestiegen. Schön brennende Bogenschützen hier, so muss das. Und das auch machen können, ist so. So ein bisschen. Eine Mongolenarmee, so einfach. Eine Armee nur aus brennenden Bogenschützen. So 150 Mann, das ist sein einzigster riesiger Pfeilhagel. Alter, ich hab Pelz. Junge, ich hab Pelz gekriegt. Was ich mich jetzt wundert, das ist ja jetzt eine kaiserliche Armee, aber die ist zum Beispiel nicht rot. Aber warum? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Rangelwart hat eine Armee erstellt, ja, ja. Da. Festung Tarkor.
Tjo, ich krieg's nicht hier. Ja, ja, Beziehung, bla bla, ist mir egal. Hier rein. Was ist jetzt los? My lord, what I said about raiding villagers, once again, this is not something I'm happy with. Oh, kann ich den dann verlieren? Geht er dann? Festung Tarkor. Damoschlang. So, jetzt probieren wir das nochmal mit der Armee anschließen, mit dem Raganwart. Ist doch schön. Tun erstmal Spacern. Spacern. Falls das Spiel auf immer hinbleibt. Okay, also unserem. Ich weiß halt immer nicht, weil du hast hier zwar einen Spielstand, aber ich weiß nicht, ob das dann wirklich funktioniert hat oder nicht. Ich merke, wenn wir flandianische Dörfer überfallen, das mag unser Boritor nicht. Er kann den dann verlieren? Oder ist das einer von euch? Armee beitreten. Schau. Sure. Was ist denn das? Ah, es ist der Zusammenhalt. Lol. Das ist eine riesen Armee. Ah ne, 605. Gegen wen? Muss ich da jetzt kämpfen? Angriff! Reiter! Erste große dicke Schlacht. Reine die Olga. Ich hab Bock. Kämpfe ich dann halt nur gegen einen von denen oder? Das ist mir auch Kraft. Ja, Schlachtteil. Ja, eine Formation wurde. Okay, ich muss die Schützen anführen. Harry, plänkeln vor den Verbündeten mit der Infanterie. Was, Alter? Bowman! Ach, ich krieg dann noch welche zugewiesen. Alter, guck dir mal die Menge hier an. Lol, das hat aber auch Einheiten von mir. Man darf da aber nicht alle. Okay. Arrows! Move forward! Ich nehme jetzt erst zur Vorigen. Ich bin Kavallerie, ich tue mit dir. Plänkeln vor dem Verbündeten mit der Infanterie. Ja, machen wir schon so. Ich will auch mit rein in die Olga. Zack. Ein hier! Sieht gut für uns aus! Schade, er hat mich nicht erwischt. Das war aber doch kaum. Alter, wie das hier durchrattert! Junge! Hat der PC ein bisschen zu tun bei den Massen hier. Eieieiei. Das durchrattert hier rechts. Ist das krass. Ich glaube, ich muss das mit der maximalen Einheitengröße vielleicht doch ein bisschen runterstellen. Das war ein Gegner. Gar nicht beachtet. Harry, Geplänkel!
Was? Geplänkel? Deine Mutter ist Geplänkel. Kann ich das irgendwo einstellen? Ach, es kommen jetzt immer mehr hier dazu, oder was? Ach so. Alter, Junge, ich kann ja gar nicht mehr. Das ruckelt so. Aber die fliehen doch schon. Den hab ich erwischt. Angriff. Klar, Junge. Rein in die Olga. Okay, also ich würde sagen, es hat ganz schön geruckelt. Ha, verdammt. Harry, warten. Nein, ein storkischer Krieger ist von uns gestorben. Okay, also man muss da verschiedene Formationen. Also man kann da gar nicht in eine große Armee. Okay, na gut, da ist ja Bescheid. So was man Erfahrung wert, aber es war auch ganz schönes Geruckel. Und zwar ganz schönes Massensterben. Ich werde eure Hilfe nie vergessen. Na, ist doch schön. So, Gefangene. Die zwei können wir mitnehmen. So, historischer Krieger kann aufgelevelt werden. Der Rekrut. So. Den tun wir aufwerten. Sonst nehmen wir ihn zum Aufwerten. Nö. Oh, guckt. Ich habe jetzt noch minus 6 Einfluss. Das ist gut. Reise nach Festung Tarkor, um es zu verteidigen. Ich will erstmal hier off-leveln. So. Spähen. Erhöhte Geschwindigkeit der Gruppenbewegung. Das ist gut. So. Ach ja, hier Gusit Schmieden ist besser geworden. Machen wir eben das. Da hab ich das ja voll vertrieft vorhin. Dem Leveln. Gusit. So. Fertig. Wir haben noch eine Aufgabe zu erledigen. So. Leute, würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Eine dicke Schlacht hat man ja, zwar mit ein bisschen Gurke. Muss ich gucken, Optionen, denke ich mal, werde ich dann noch ein bisschen was einstellen müssen. Dass es vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr so krass ist, dass halt nicht so viele Einheiten angezeigt werden. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nicht mehr verpassen wollt, einfach auf den Abonnieren-Knopf drücken. Tut nicht weh und kostet nichts. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.